Hallo und herzlich willkommen zurück zur Folge 2 von Deus Ex. Wir haben uns schon ein bisschen vorgewagt und den Informanten getroffen. Und jetzt würde ich ganz gerne hier den Scharfschützen noch rausnehmen. Der hat nämlich ein Scharfschützengewehr dabei. Und das werden wir uns looten und das ganze Spiel über behalten. Das werden wir nämlich nach und nach hochleveln mit unseren Waffenmodifikationen, die wir finden. Und es ist eines der stärksten Waffen im Spiel, wie ich finde. Denn wenn es nachher hochgelevelt ist und ja, mehr Schaden verursacht, dann haben wir fast mit jedem Kopfschuss einen Toten. Genau, wir können direkt mal gucken. Hier ist das gute Stück und wir erhöhen einmal die Präzision. Wir beschleunigen das Laden und erhöhen die Kapazität des Magazins und fügen hier einen Laser noch hinzu. Und man sieht jetzt, dass diese fettgedruckten Zeilen halt darstellen, dass die Waffe in irgendeiner Form modifiziert wurde. Genau. Noch werden wir sie nicht brauchen, aber wir haben sie schon mal und werden sie nach und nach hochleveln. Wir hatten am Anfang auch noch die Möglichkeit gehabt, entweder das Scharfschützengewehr von Paul zu nehmen oder so ein, eine Gap Gun, also so ein Raketenwerfer. Wenn man mit der lange genug zielt, dann verfolgt die Rakete sogar ihr Ziel. Aber das brauchen wir hier an dieser Stelle noch gar nicht. So, er fällt gleich um. Später im Spiel wird sowas halt wichtiger mit Raketenwerfern, weil wir dann auch immer mehr Bots begegnen werden. Und die kann man aber auch über Sicherheitsterminals ausschalten. Oder eben aber mit ja, EMP-Granaten oder Sprengstoff. Sehr schön, lauf mal. Also Marathonläufer warst du nicht in der Schule. So, und auch der gute Terrorist wird einen von unseren Betäubungsfallen abkriegen. Wir müssen hier in der Region gleich ein bisschen aufpassen, weil es hier einen Sicherheitsbot gibt, der patrouilliert. Und wenn der uns halt ins Visier nimmt und trifft, dann ja, ist das Spiel schnell vorbei für uns. Be careful. The NSF has set up patchwork security systems here. Genau, Alex sagte schon, ein Sicherheitssystem wurde hier erstellt. Kein gutes, aber dennoch müssen wir natürlich ein bisschen Acht geben. Und da kommt der gute Bot schon. Der sieht klein und süß aus, aber der macht ordentlich Schaden. So, und wir schleichen uns an ihn vorbei. Und versuchen hier den Herrn auch noch rauszunehmen. Sehr schön. Das heißt, es ist nur abwarten, Tee trinken. Ein Rauchen. NSF put a commercial grade security bot in this area. You can either avoid its patrol route or, if you're feeling lucky, try and take it out with the EMP grenades or explosives. I wouldn't recommend taking it on with small arms. Genau, da sagt Alex das auch noch mal. So, den nehmen wir raus und da hinten ist auch noch einer. Der kommt auch schon angelaufen. Oh, der hat uns auch getroffen. So, wir nehmen mal ein Medikit. So, und da hinten zum Beispiel sehen wir eine Kamera und ein Geschützturm. Und bei der Kamera, wenn die uns fixiert hat, dann haben wir so ungefähr 2 bis 3 Sekunden, würde ich sagen, bevor sie Alarm schlägt. Und in der Zeit haben wir immer noch die Möglichkeit, wieder aus dem Sichtradius rauszugehen. Genau.
Ja, hier haben wir nochmal einen Datenkubus mit den Informationen, die wir aber sowieso schon kennen. Ich würde euch ganz gerne hier am Anfang was zeigen. Kleiner Trick für die erste Mission, weil viele das vielleicht noch nicht wissen oder kennen. Hier gibt es eine kleine Tür in dem Container, wo man öffnen kann. Da drinnen verbergen sich hier so eine Medibots. Und mit denen kann man sich halt immer wieder hochheilen. Die heilen 300 Einheiten Lebenspunkte und brauchen danach dann 60 Sekunden, bis sie wieder aufgeladen sind. Ja. Ja, ihr seht das jetzt vielleicht gerade, es gibt hier so einen Lichtbug. Jetzt ist das Spiel ein bisschen dunkler als eben. Ich weiß leider nicht, woran es liegt und wie man das beheben kann. Also das Spiel generell in seinem Ursprungszustand war sehr dunkel und das war ein bisschen blöd für die Aufnahme. Deswegen hatte ich da einen Patch installiert und ja, jetzt ist es aber immer so, dass die Helligkeit sich ändert, passt sich aber auch nach ein paar Sekunden dann wieder an, also geht auf den Ursprungszustand zurück, so wie jetzt. Ich hoffe, das verdirbt euch nicht allzu sehr das Zuschauen. Ich habe es versucht zu ändern, aber ja, leider nicht geschafft bisher. Und ich bin froh, dass ich euch das Spiel überhaupt zeigen kann, weil ich habe es damals schon super gerne gespielt. Tue es auch heute noch und ja, viele von euch werden es bestimmt noch nicht kennen. Die neuen Titel Deus Ex sind übrigens auch sehr spielenswert. Natürlich schon mit besserer Grafik und alles und neuem Gameplay. Und ja, super spannender Story. Kann ich auch nur empfehlen. Und die werde ich auf jeden Fall auch noch irgendwann auf meinem Kanal hier Let's Playen. Seid also gespannt. Und genau, wir haben jetzt gewartet, bis der Sicherheitsbot hier ein bisschen abdreht wieder. Und hier ist einmal die Kamera, da der Geschützturm. Und hier haben wir dieses Sicherheitsterminal. Und zudem haben wir nämlich auch das Passwort und den Benutzernamen gefunden. So, ich weiß es jetzt gerade noch auswendig. Und wir haben hier die Möglichkeit, die Kamera auszuschalten, Türen zu öffnen oder zu entriegeln. Und auch den Geschützturm umzuändern. Ich deaktiviere die immer ganz gerne, damit sie niemanden Schaden zufügen, weil wir ja verdeckt bleiben wollen. Wir könnten den aber auch auf Feinde umstellen und dann, ja, schießt er halt auf unsere Feinde. So, da oben ist ein Gegner und hier unten. Wir versuchen die beide mal nach und nach rauszunehmen. So, komm mal her, mein Freund. Komm mal her. So, und den oben holen wir uns auch noch. Wo ist er denn gerade? Da ist er. Okay, er hat uns gesehen. Wenn wir länger in seinem Sichtfeld bleiben, dann... All clear. Folgt uns auch. Das ist jetzt nicht der Fall, zum Glück. So, und auch den haben wir erfolgreich ausgeschaltet. I think Gunther is being held behind this laser-triggered alarm. If you don't want to set off the alarm, you can either hack the control panel in the doorway or find a way around. My blueprint of the statue shows a few air shafts. Ja, hier sehen wir so Laserstrahlen. Können wir hier mit unserem Multitool ausschalten. Und schon können wir hier passieren. Aber wir hätten auch noch die Möglichkeit, hier durchzugehen. This security setup is strictly amateur stuff. Keep an eye out for ways to bypass it. These old pre-millennial buildings are riddled with ventilation shafts and maintenance tunnels. Genau, es lohnt sich halt immer abseits der Hauptwege auch noch mal ein bisschen zu gucken. Hier finden wir jetzt ein Multitool wieder. Ein bisschen Sojanahrung. Das Bier brauchen wir nicht unbedingt, aber wir nehmen es trotzdem mal mit. Genau, hier finden wir jetzt gerade einen Datenkubus mit einer Kontonummer und einem PIN.
Und es gibt im Spiel immer so Bankterminals, da kann man das zum Beispiel eingeben und sich dann Geld abheben von fremden Konten. Es begeistert natürlich die ursprünglichen Kontoinhaber nicht so, aber es ist ja für unseren guten Zweck. Man hat halt auch die Möglichkeit, diese Konten zu hacken und dann kann man auch Geld abheben. So, hier haben wir so ein besagtes Konto. Und wir geben das jetzt mal ein hier. 4, 5, 5, 8. Und heben $200 ab. Und dann ist nur noch 0 drauf. So, jetzt können wir auch immer noch an dieses Terminal rangehen. Und wenn wir das hacken, ich meine mich zu erinnern können, dass man, wenn man das hackt, auch nochmal Geld abheben kann von einem anderen Konto. Aber hier haben wir jetzt 0. Kann auch sein, dass ich mich irre. Aber wenn man jetzt an dieses Terminal halt rangeht, dann ist das außer Betrieb. Ja, jetzt sieht man das wieder, dass das alles ein bisschen dunkler geworden ist. Es tut mir wirklich leid, Leute, aber ich kann es leider nicht ändern. So, da kommt einer. Wir nehmen wieder unseren Elektroschocker und warten mal kurz. Da ist er. Oh. Ja, der steht zur Wand. Sehr gut. Und hier finden wir nochmal Sprengstoff. Das heißt, ja, diese LAM oder LAM-Dinger, das sind so Minen, die kann man hier auch an die Wand klatschen zum Beispiel. Und wenn dann da jemand vorbeigeht, ein Gegner, dann explodieren die halt. Ist am effektivsten halt für Roboter oder Bots. In that room, one of our top agents. Ja, hier haben wir wieder eine Sicherheitskamera, die könnten wir mit so einem Multitool jetzt hier ausstellen. So. Oder wir hacken hier einfach wieder dieses Sicherheitsterminal. Da können wir uns jetzt wieder mit dem Benutzernamen und Passwort einloggen oder wir drücken einfach Hacken. Das können wir halt alternativ auch als Fähigkeit ja auswählen, was wir am Anfang gemacht haben. Und dann sind wir genauso in dem Modus hier drin. Und wir können zusätzlich die Tür entriegeln und öffnen. Und ja, so haben wir uns ein Multitool gespart. Und hier haben wir schon den Agent, den wir befreien sollen. Glad you're not hurt, Agent. Command should not have left us to be surrounded. Risk is part of the job. I think you lucked out this time. Agent Navarra and I were ready to go in, but for no reason they said pull back. I do not retreat. Please give me a weapon and move out of the way. Ja, den geben wir jetzt keine Waffe hier. First thing is to get you out of here. I'll handle the enemy. Excuse that I have forgotten your brother Paul Denton and the infinite power of nano-augmentation. I just can't spare any arms. Please retreat to a safe location. Go ahead. Advance up the stairs to the command center at the top. I will take my rusty metal bones and sweep away into the junk pile. Ja, das ist dieser Gunther Herrmann, über den sich die beiden Terroristen in der ersten Folge unterhalten hatten. Man sieht schon, dass er auf jeden Fall, dass man ihm das ansieht, dass er hier Implantate hat und sowas. Now I see the reason for the pullback. Das ist bei uns und unserem Bruder halt schon ein bisschen besser gelöst. Da ist das ein bisschen versteckter. Da sieht man das nicht ganz so, vielleicht hinten an den Ohren ein bisschen. Okay Leute, das war ein Sekundärziel, das wir jetzt erreicht haben. Man muss den nicht unbedingt befreien. Man kann den natürlich auch da lassen und direkt so einen Terroristenchef hochrennen. Aber wir versuchen natürlich hier alles abzudecken, alles mitzunehmen, was geht und ja, Erfahrungspunkte abzustauben. Ich liebe diese Armbrust einfach. So, und jetzt läuft er wieder weg. Und fällt dann gleich um. Zack. Und wir können ihn wegtragen. Hup.
Ja, das ist einfach entspannt, mit einem Schuss die Leute hier aus dem Game zu nehmen. Man könnte natürlich auch immer mit der Pistole hinrennen und Kopfschüsse verteilen, aber das ist halt nicht das Gleiche. So, wir versuchen den auch mal ein bisschen aus der Entfernung hier zu treffen. Ja, das hat geklappt. Das Trefferfeedback ist halt auch immer ganz nett, weil man dann sieht, wie sie so ein bisschen zusammenzucken. Und man weiß, man hat getroffen. Das ist halt auch nicht bei allen Spielen so, dass man ein gutes Trefferfeedback hat. Für damalige Verhältnisse fand ich das schon ganz nice. So, da hinten haben wir noch einen. Den wollen wir auch noch ganz gerne raus haben. Ich finde das immer ganz gut, ein paar Leute hier rauszunehmen, weil die dann erstmal weniger Ärger machen können. Man kann die halt auch looten und seine Munitionsvorräte hier auffüllen, weil einige haben halt auch eben diese K.O.-Pfeile mit dabei. Schöne Kiste mit einem Medikit drin. Das nehmen wir natürlich auch mit. Die Medikits, die stacken auf, ich glaube, 15 insgesamt. Dietriches stacken auf 20 und Multitools auch. So, und die beiden nehmen wir auch noch raus. Und wenn wir hier zur Statue gleich gehen, beziehungsweise zu dem Kopf von der Statue, dann gibt Alex uns wieder einen kurzen Hinweis dazu. Weil hier, wie ihr seht, ist die Freiheitsstatue nicht mehr ganz intakt. Ja, moin. So, und auch den betäuben wir noch schnell. Ja, springen hilft immer. Genauso wie diese Angewohnheit, immer nach jedem Schuss die Waffe direkt nachzuladen. A shame, isn't it? The French terrorist group Silhouette claims that France was wrong to give the US the statue. We think they planned the bombing. Genau, ja. Hier sagt uns nochmal, dass die Statue halt gesprengt wurde. Und was ich euch halt zeigen wollte, ist hier der... Oh, jetzt wäre ich fast zu weit gesprungen. Ist hier der alternative Weg. Das wäre der Hintereingang gewesen, hier über diese Container. Und da hätte man sich natürlich auch dann ja, hochhangeln können und wäre dann hier direkt rausgekommen. Dann, ja, wir sind jetzt durch den Haupteingang vorne gegangen, um halt den Agent auch zu retten. Und wir hätten halt aber auch hier diesen Hintereingang benutzen können. Um ein bisschen verdeckter zu sein, aber... Ja, wie schon gesagt, wir wollen ja versuchen, alles mitzunehmen. So, hier müssen wir ein bisschen aufpassen. Hier gibt es so kleine Gasgranaten an der Wand. Wenn man aber schleicht und sich denen vorsichtig nähert, dann kann man die sogar aufnehmen und findet die im Inventar dann wieder und kann sie selber verwenden. Man muss dabei ein bisschen schnell sein, weil die sonst explodieren. Und bei Gasgranaten geht das noch, weil die halt nur dieses Gas freisetzen, aber bei Sprengstoff ist das halt ärgerlich. Weil man dann natürlich auch sterben kann, ne? Okay, Leute, das soll es erstmal gewesen sein zur zweiten Folge. Ich würde mich freuen, wenn ihr wieder einschaltet und ja, seid gespannt auf die nächsten Folgen.